So, hallo, ist noch gut, 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3 Part 52. Oh Gott, Alter, hör doch mal auf, mich zu nerven jetzt. Klappe halten. Der ist doch verrückt. Nicht verrückt. Geblendet von gefährlichen, aber verlockenden Idealen. Ist das so? Und wer genau seid ihr? Jemand, der Männer wie ihn ihrer Macht berauben will. Als Zeugin eures Könnens belasse ich es dabei. Solltet ihr je meine Klinge brauchen, so helfe ich euch gern. Danke. Gut, damit haben wir jetzt das zweite auch. Trophäe erhalten, ein Mann des Volkes. Na also. Kurz Schnellreise hinmachen, weil ich kurz was gucken muss, weil... So, wie schaut es hier aus? Sag mal. So, hier. Was ist das? So, gehen wir mal dorthin jetzt. Ich bin gerade auf diesen Hingebeins-Klunker-Dingsbums gegangen gerade eben. Ja, komm. Ah, das ist das hier. Okay, Fort Walcott. Alles klar. Das Fort ist nicht verlassen, wie es sein sollte. Ist so besetzt wie nur möglich. Perfekt. Dann brauche ich etwas, um sie abzulenken. Sobald ich außer Sicht bin, warte 10 Minuten und beschießt sie. Ich schlüpfe im Schutz des Feuers durch. Ei, ei, Captain. Klingt recht gefährlich, aber du schaffst das schon. Glaub kaum, dass sie verurteilte Piraten wie Lucky Lem oft aus der Zelle lassen. Also, wenn seine kleine Schriftrolle irgendwo ist, dann da. So, okay. Attentat von Vorsprung. Oh ja, die Dinger, die liebe ich. Die Vorsprungsattentate, die liebe ich einfach. Bilde deine Reihe! Präsentiert das Gewehr! Position 1! Position 2! Los! Jawohl, jetzt suchen wir Connor, komm! So. Kann er darüber nicht drüber? Alles klar. Er kann wahrscheinlich nur hier rüber. Na gut. Ja, egal, nicht schlimm. So, da haben wir eins. Ich muss außen herum, um den Innenhof zu meiden. Klar. Gute Idee, Connor. Bestimmt nur eine Seemöwe. Sind sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Connor.
Das ist absurd. Komm mit. So. Damit habe ich dich jetzt hier schon mal. So. Klinge nehme ich hier wieder ein. Und dann haben wir es jetzt auch wieder. Okay. Hä, wo ist die Kiste jetzt schon wieder? Alter. Ja. Hä? Ach so, wahrscheinlich. Ja, okay, alles gut, wahrscheinlich unten. So. Ja, genau. Die stehen in Ernst gerade. Wer sollte dieses Foyer angreifen? Niemand. Gibt keinen Grund. Wir sind nur hier, weil der Hauptmann was verbockt hat. Und was? Ich hab keine Ahnung. Ich wette, die hatte er auch nicht. Lass gut. Und halt Wache. Ja, ja. Okay. So. So, das ist Nummer 2 vom Vorsprung gewesen. Okay. Nee, alles gut, passt, passt, passt. So. Ach so, ja, alles gut, es geht, es funktioniert anscheinend nicht. Ich muss mich anscheinend hier rüber schwingen hier an dem Teil. Ja, ja, schon kapiert. Ja, ich hab's kapiert. Hier rüber schwingen und dann so. Und ja, also da schwing ich doch rüber, Alter. Was machst du schon? Wenn wir zur Ansprache zu spät kommen, sind wir dran. Ich beeil mich ja. Warte mal, kann man hier oben entlang irgendwie? Warte. Ja. War richtig. Ich muss hier oben entlang. Oh Gott. Ich schon wieder irgendwo hier. Über diesen Einsatz zu Ohren kommen. Das Tor ist unbedeutend. Der General bestraft den Hauptmann für die Sache in Polen. Ich habe genug. Wir sind hier mit dem Befehl, das muss ich euch nicht sagen, Fort Walcott gegen die Rebellen zu verteidigen. Und mehr hat euch nicht zu interessieren. Ihr sollt weder die Strategie kommentieren, noch kennt ihr die Pläne der Rebellen. Also hört einfach auf! Der nächste Mann, der unsere Einsatzbefehle in Frage stellt. So. Eigentlich sehe ich mal ein bisschen was hier. Nein, Connor, das sollst du nicht machen, mein Freund.
ne? Der Schweinehund ist nicht bei Trost. Wer tut einem Menschen sowas an? Deshalb muss man Soldaten... Und den dritten vom Vorsprung habe ich perfekt. Ich guck mal gerade, ob die Kiste hier unten liegt irgendwo. Oh, lame. Das ist doch lame, Alter. Nein! Was ich irgendwie jetzt nicht raffen kann. Wo ist die Kiste? Naja, vielleicht da hinten. So, kurz an den Vorsprung dran, dann hier rein. Der Frechdachs hat es nicht besser verdient. Sowas darf man nicht tolerieren. Puh. Das soll dem Rest von euch eine Lektion sein. Was er sagte, hat doch nichts zu bedeuten. Bist du ein Weib? Ich finde das einfach nicht richtig. Dann komm ruhig mal her, mein Freund. Komm her, mein Freund. So. Ich bringe euch zwei erstmal hier um die Ecke jetzt hier. Okay. Das war das noch, damit sind jetzt die auch noch alle, die Trottel. Und hier. Hä? Kittenkitschatz. So. Na, eigentlich, damit haben wir jetzt auch das, was ich brauche. Des Adlers Bett. Oh Gott. Zeig mal, was du kannst, Rebell. Ah. Ich zeig. Ja, du hast recht, ich zeig euch, was ich kann. Pass auf, mein Freund. Dann komm mal her, mein Freund. Sterben, Junge. Ciao. Drauf. Wir werden angegriffen. Der Hauptmann ist tot. Von einer Kugel getroffen. Alarmiert Kompanie B. Der Mann ist still. Oh. Ja, Leute, ey, ernsthaft. Okay, diesmal aber nicht. Der Hauptmann ist tot! Von einer Kugel getroffen! Alarmiert, komm aus, schnell zum Westwall! Verdammt, wo kommen die plötzlich her? Was ist da los hier jetzt, mein Gott? So, komm her jetzt, Freunde der Nacht. Stirb, Alter, komm. Weg. Also. Ein Rebell, pack ihn! Ach, damit machen sie hier auf für mich, danke. Cool, danke. Okay. Ich muss mich beeilen.
Leute. Wo denn lang hier jetzt? Meine Fresse, da wollte ich mich gerade ver... Äppeln hier gerade? Oh. Ja. Ey, Leute. Die Ersch. Okay, hier wurde was. Ja, hallo. Ich muss zurück zu Akia. Ey, ernsthaft, ihr verarscht mich doch gerade. Leute, ihr verarscht mich doch gerade. Wo soll ich lang, Alter? Wollt ihr meinen Kopf gerade kaputt machen? Mit euren keine scheiß Auswege, keine Auswege, was? Oh, Alter, was ist das für ein Dreck? Wie kommst du hier eigentlich überhaupt irgendwie? Ja, schön, dass man hier nicht hochkommt, dass man hier nirgendwo hochkommt, ey. Danke auch, Alter, wirklich. Dass einem hier kein Weg vorgegeben wird, oder? Ja, schön auch, dank. Ihr kleinen Penner. Ja, Leute, ernsthaft. Ich muss zurück zu Akia. Ja, dann... Ey. Alter, der Typ, der verarscht mich gerade. Das Spiel, das verarscht mich jetzt gerade. Warum wohl? Guck mal, ich will da hoch. Will da rüber. Aber was macht er? Nein. Geh einfach nicht rüber. Geh... Klar, fall doch. Junge. Schön Dank auch, Alter, weil du hier nicht gehen willst, oder? Junge, jetzt fuck mich nicht ab und geh doch einfach da. Danke auch. Ja, komm. Geh doch einfach nicht. Geh doch einfach nicht, Junge. Ja. Ja, komm. Mach doch einfach nichts. Ey. Ihr habt gesehen, er macht gar nichts. Er hat gar nichts gemacht. Danke, dass du nichts gemacht hast. Danke auch. Verdammter Scheißdreck hier, Alter. Langsam kackt mich das Spiel langsam an. Lass er kackt mich dieses Spiel echt an, wirklich. Nein. Rüber mit dir. Ja, hüpf doch rüber, Connor, Alter. Bisschen spät dran, Captain. Die Besatzung des Forts war nicht sonderlich erfreut, mich zu sehen. Nein. Und was? Ganz bestimmt nicht klar. Ach, Mann, ist das immer ein Ärger mit dem Spiel, wirklich? Ja, klar. Warum ist es jetzt wohl 133 gefallen? Ein gebetener Gast. Warum ist es wohl der dritte Ding oder Ding gefallen? Warum wohl? Weil natürlich da wieder an der scheiß Kackstelle wieder Feuer war. Und er dann nicht da drin war, weil er dann gleich irgendwie stehen bleiben musste oder was weiß ich, dass er dann wieder ein bisschen Schaden bekommt und nicht weitergeht. Bravo, danke Spiel, Alter. Danke auch, wirklich.
ernsthaft, das ist doch so nervend gerade. Hast du was? Zeig mal her, Captain. Gefällt mir. Gut für dich. Ich würde sagen, du hast dir einen Brief verdient. Ach, danke. Den Rest hole ich mir später. Was hat er diesmal? Lass mal sehen, lass sehen. Noch bei Trost? Das reicht keinesfalls. Ja, ist gut, Alter. Provozier jetzt nicht einfach. Hör auf zu provozieren, Alter. Alter, meine Güte. Immer diese dämliche Alter, immer diese... Warum müssen die Charaktere jedes Mal provozieren? Ich verstehe es nicht. Warum stelle ich diese Drecksprovoziererei ganze Zeit? Alter, ich verstehe das manchmal echt nicht, Alter, wirklich. Hau ab, Dreckstöle. Ah, Chance. Cool. Ciao. Dreckstöhle. Du kriegst echt die Tür manchmal echt nicht zu, wirklich. Hä? Also, nee, das ist aber auch gleich der letzte Part, aber auch wirklich, weil... Dann gucken wir mal. Gut. Aha, alles klar, alles klar. Hier sind auch noch mal solche Hinkebeins. Der Schatz ist Island. Und was ist das jetzt wieder? Ruine von... Ja, gehen wir mal kurz da drüben hin. So. Zeros. 1774. So. Ich bleib beim Boot, damit es nicht abhanden kommt. Gut. Es gibt einen Tempel auf der Insel. Da drin wird sein, wonach ich suche. Gut. Dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, aber erst morgen. Gute Nacht. Ciao.